Nein, hier geht es nicht um den schönen Schlüter, sondern vielmehr um die angehängte Kettenscheibenegge von Kelly Engineering. Das australische Unternehmen hat mit der neuen 1204 eine Variante im Programm, die zwischen 3 und 4,40 Meter Arbeitsbreite konfiguriert werden kann. Durch die konstruktiv bedingte Baulänge von rund 9 Metern ist die Maschine nur als aufgesattelte Variante erhältlich. Die vordere Scheibenreihe war bei unserem Einsatz mit dem zweiteiligen, besonders scharfen Scheibentyp CL1 ausgerüstet. Die zweite Reihe war mit den schweren Gussscheiben K4 versehen. Optional kann jetzt auch ein APV-Sägerät aufgebaut werden. Typisch sind die flexibel über Kettenglieder miteinander verbundenen Scheibenelemente, die in Rautenform angeordnet sind. Durch die Kettenbauweise können sich die Scheiben mit der Bodenkontur bewegen. Wir haben die Maschine sowohl in Ausfallgetreide als auch in Silomaisstoppeln auf leichterem Boden eingesetzt. Am Vorgewende muss die Maschine nicht ausgehoben werden. Vor allem eine flache Bearbeitung ist die Stärke der Maschine. Für den Straßentransport klappt die Maschine auf schmale 2,30 Meter Transportbreite. Den kompletten Fahrbericht und viele weitere spannende Themen lesen Sie in der Profi, Ausgabe 4 2022.